du hast vorhin gesagt, das Produkt ist immer grundsätzlich eigentlich mehr falsch in dem Sinne, ein Produkt zu kaufen. Ich weiss ja nicht genau die Aufgabe vom Produkt, eben, so ein Profil anzubieten, das eben nicht nur Griechenland oder Schweiz zum Beispiel an Anteilen hat, sondern eben so sicher ist in dem Sinne, dass du kannst sagen, ah, mit diesem Produkt fühle ich mich sicher. Ja, das ist eigentlich die Idee von diesem Produkt. Ja. Oder? Die Idee ist eigentlich, sie nehmen dir deine Arbeit ab, sie machen das für dich und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Mhm. Das gilt einerseits für Produkte, also sogenannte Aktienfonds. Mhm. Das gilt aber auch für Vermögensverwaltungsmandate von Banken. Das ist genau das Gleiche. Das ist auch wieder die Idee, sie nehmen dir das ab und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Es gibt dort eigentlich zwei grosse Probleme. Das eine grosse Problem ist das Interesse. Also das Interesse vom Produktanbieter ist immer kurzfristig, weil du kannst kurzfristig gehen, oder? Und dein Interesse ist immer langfristig, weil du weißt, du brauchst das Geld erst in 20, 30 Jahren. Und das hat in der Praxis folgendes Resultat, oder? Dass der dir ein Produkt anbietet, muss immer kurzfristig sicherstellen, dass du nicht wieder gehst. Oder? Also das ist das erste Problem. Das heisst, er muss sich absichern. Er muss Massnahmen ergreifen, wo er das Gefühl hat, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass du gehst. Und jetzt kommt das grosse Problem. Menschen sind verlustavers. Also wenn du zu einer Bank gehst, das Schlimmste für dich ist, einen Verlust zu haben. Einen kleinen Gewinn zu haben, anstatt einen grossen, ist weniger schlimm. Es ist immer noch ein Gewinn, oder? Also stört dich nicht so, wenn der Gewinn kleiner ist. Aber wenn der Verlust da ist, auch wenn es ein weniger grosser Verlust ist als die anderen, dann tut dich das treffen, oder? Und was heisst das für den, der das Produkt anbietet? Er muss schauen, dass du möglichst keinen Verlust hast. Und dafür strengt es sich sehr stark an. Aber das Anstrengen kostet dich etwas. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Aktienbörsen immer oder schwanken, oder gehen immer hoch und runter, dann nachher hast du das Problem, dass er muss relativ grosse Versicherungskosten zahlen für die Phase, wo es gerade runtergeht, oder? Muss relativ grosse Versicherungskosten zahlen, die du eigentlich langfristig gar nicht siehst, gar nicht brauchst. Also du langfristig denkst, okay, ja. Dir kann es eigentlich gleich sein, dass du zwischen deinen Verlust hast. Aber der dir das Produkt anbietet, dem kann das nicht gleich sein, weil du gehst. Oder? Mhm. Also hat er sehr hohe Versicherungskosten und das äußert sich, indem er zum Beispiel muss sicherere Anlagen tätigen. Also er nimmt vielleicht Geld von dir und tut es auch nur in Bar anlegen oder in Obligationen, wo er genau weiss, wird er mal ausgezahlt und du hast von dem keine Rendite. Wenn du dich jetzt entschieden hast, Aktien oder zu kaufen, dann hat oder da, genau, Sinn, genau, wirklich Aktien zu kaufen. Genau, wirklich Aktien zu kaufen, nicht einem Banker den Auftrag geben, selber ein Bankkonto zu führen, weil das kannst du ja auch selber. Und wenn du jetzt einem Banker sagst, oder einem Bank, also einem Anbieter sagst, oder, kauf mir nur Aktien, oder, dann hat er das Problem, das geht tun und aber und hat eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass er dich verliert. Und was ist die logische Schlussfolgerung? Er fragt dann immer noch, ja, darf ich auch ein bisschen mit Optionen etwas machen? Und mit Optionen kann er sich absichern und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Verlust hast, wird kleiner. Aber das kostet dich langfristig. Und das kostet dich relativ viel Geld. Also das ist das einzige Problem ist, wenn du jemand anders dein Geld gibst, dann muss der damit anders umgehen als du. Und er kann es nicht mehr so vernünftig machen, weil er immer Angst hat, kann dich als Kunde verlieren. Ja. Du kannst langfristiger denken und das ist ein riesen Vorteil. Also wenn du irgendeinem Unternehmer zuhörst, dann hörst du immer, ja, wir denken viel langfristiger. Und das ist genau der Punkt. Und der zweite Punkt ist, du hast jemanden, der auch noch Geld verdienen muss. Und das ist heutzutage extrem eine teure Angelegenheit. Also wenn jemand dir ein Produkt anbietet, muss er unglaublich viel machen, heute, um überhaupt das Produkt hier anzubieten. Oder? Und du musst das zahlen. Die Dienstleistung kostet. Ja. Und er muss auch Marketing machen. Er muss es dir auch noch verkaufen. Mhm. Also du musst dir vorstellen, du hast jemanden beauftragen, der viel Arbeit hat, Kunden zu gewinnen, viel Arbeit hat, Kunden zu behalten und er muss viel Arbeit erfüllen, dass er überhaupt die ganzen regulatorischen Voraussetzungen erfüllt. Und all das musst du zahlen. Und dann musst du dich fragen, für was?